wenn der Dschungel in Gefahr ist. Igor ist der schlimmste Feind, den wir je hatten. Gibt es nur eine Rettung. Maurice, den Tigerpinguin. Die Pflicht ruft. Und die Dschungelhelden. Die Dschungelhelden? Zur Rettung bereit! Ich habe nie verstanden, warum erst alle in unterschiedliche Richtungen loslaufen, wenn sie sich wieder an einem Ort treffen. Sie haben die perfekte Ausrüstung. Ist noch ein Prototyp, Maurice. Hier und da fehlen noch ein paar Kleinigkeiten. So wie das Landefahrwerk zum Beispiel. Wir sehen uns unten, Leute. Oh, oh. Hat bestimmt wehgetan. Sie sind Meister im Kampfsport. Sollten wir Ihnen nicht lieber helfen, Gilbert? Nein. Ich bin mir sicher, dass Sie ganz allein zurechtkommen. Wir zerstören den Dschungel und niemand hält uns auf. Ist das nicht ein bisschen gefährlich, den Dschungel zu zerstören? Wollen wir dem Koala in den Hintern treten? Sie sind die Beschützer des Dschungels. Keine Schmerzen. Hab nichts gespürt. Das ist zu gefährlich. Jetzt fang ich wieder damit an, Marvin. Keine Schmerzen. Hab nichts gespürt. Ha! Attacke! Keine Schmerzen. Ehrlich gesagt spüre ich so langsam ein leichtes Kribbeln. Die Dschungelhelden. Ich glaub das nicht. Wollt ihr jetzt den ganzen Tag hier rumstehen und einfach zusehen? Vielleicht noch eine Packung Popcorn? Oh ja, Popcorn wäre echt super.